Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Livestream hier auf meinem Kanal. Und ja, mit Cyberpunk. Ja, wie ich für die Leute, die vielleicht gestern im Stream waren oder das Ganze auf YouTube nachgeschaut haben, ja, da habe ich ja im letzten Stream oder im letzten YouTube-Video, je nachdem, ob ihr das Ganze halt nachschaut oder halt nicht, beziehungsweise halt live gesehen habt, ja, da habe ich ja gesagt, das ist auf jeden Fall ein Cyberpunk-Streamcode. Und ja, jetzt zur... Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Cyberpunk 2077. Ja. Mit der Cam nicht wundern. Ich muss noch gucken, wie ich die Cam ausrichte. Deswegen steht die jetzt hier so ein bisschen mitten im Bild. Ja, da muss ich noch richtig einstellen. Und wir gehen rein in das Ganze. Und dann haben wir hier einen neuen Patch. Haben wir ein paar Patch Notes. Die Kunden. Hey Leute, ich freue mich, dass ich euch wieder bei mir habe. Und was sagt ihr zu diesem Arasaka-Flugzeugträger, der in Night City angedockt ist? Heißt Kuchira oder der Wal? Angeblich meinte der Konzern, dass die japanischen Gewässer nicht sicher sind. Sie hatten wohl Angst, dass Fischer ihn vielleicht für bestimmte Forschungszwecke harponieren würden. Das ist eine fette Machtdemonstration. Wie wohl Militech darauf reagiert? Ach, die Myers fliegt bestimmt mit einer Schrottreifen B-17 über Arasakas Hauptquartier. Oh, Mann, das tut mir echt leid. Das war taktlos. Entschuldigung, wo sind nur meine Manieren hin? Präsidentin Myers meinte ich natürlich. Ich meine, man muss das Amt doch respektieren. Wie dem auch sei. Ja, zuletzt haben wir vor 8 Monaten reingeschaut in das Game und ja, würde ich sagen, drücken wir Kreis, um loszulegen. Und dann gucke ich mal, wie ich die Cam ausrichten werde. Bzw. ich gucke mir mal das Layout, das hat und so an. Ne? Dann sehe ich ja, wie ich die Cam entsprechend ausrichten muss. Ja. Okay, Augen auf. Wir müssen rausfinden, wo Yorinobu den Relic versteckt. So, und das gucke ich mir jetzt an auf YouTube. Weil da komme ich nicht weiter, da bin ich nicht weitergekommen. Deswegen suchen wir jetzt hier ganze Cyberpunk 2077 die Kunden. So, wir stellen auf Zeitlupe und los geht's. Weil ich bin ja beim letzten Mal vor 8 Monaten, wo wir zuletzt gespielt haben, überhaupt nicht weitergekommen. Deswegen können wir uns jetzt einfach ein Video. Die Sicherheitsfirmware ist gut, aber ein paar aufgeregte Vögelchen haben in dem Forum gezwitschert, dass durch dieses Sieb eine Menge Körner rieseln würden. Ich generiere ein paar Schlüssel und fälsche die Signaturen. So. Und die Cam ist im Weg. Ihr müsst gleich auf jeden Fall hier nach auf jeden Fall umstellen. So, dann haben wir hier das. Scheiße, die Kameras sind neueste Tech. Bewegungs- und Wärmesensoren, FFE. Aber für dich kein Problem, oder? Natürlich nicht. Ich brauche nur Zugang zu ihrem Subnet. Ah, guck mal, ist doch ganz einfach, Leute. So.
Gleich geht's weiter, Leute. So. Stimmt gut, Finley, oder? Ich sagte, nein! Dafür wird mein Kopf rollen. Dann stirbst du für einen guten Zweck. Aber ich... Mach es dir bequem. Ich brauche nur noch einen... Hör bei dem Gespräch zu. Das könnte wichtig sein. Okay. Ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern. Mein Vater ist ein müder, alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du wirst mir zuhören. Savulo ist ein verwirrter Despot, der ihren Sinn für Realität verloren hat und gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Hast du das gehört? Die Relic-Docs müssen hier irgendwo sein. Sieh dich um. Ja, Moment. Ich muss warten, bis meine Hilfestellung hier weitergeht. Da war doch gerade was. Ah, da. An der Wand. Belüftung und Kühlung müssen Server sein. Für die Steuerung all der schicken Spielereien. Okay. Was war da? Da verliere ich schon wieder das Signal. Ah, Scheiße.
Naja, wir haben es ja gleich. Was war da? Irgendwas habe ich schon gerade gescannt. Na egal, jetzt ist der Guide an der Stelle, wo ich jetzt bin. So, wie geht's weiter? Er lässt weiterlaufen. Es tut mir leid, dass du warten musstest. Geschäftliches kann sehr lästig sein. Es war ich. Bin nicht lang, hatte nicht mal Zeit, mich zu langweilen. Ist alles in Ordnung? Du wirkst angespannt, nervös. Keine Sorge, das wird gut. Gleich legen. Dafür bin ich ja hier. Unter einer Bedingung. Du willst du mir Bedingungen stellen? Nur eine. Sieh mich an. Hast du was zum Naschen für mich? So, was passiert hier genau? Ha! Und dann da oben das, ne? Automatische Geschütze. Neueste Scannermodell. Alle Systeme mit dem Server verbunden. Kannst du sie abschalten? Extern? Nein. Ich muss erst reinkommen und die Links zum System überprüfen. Mhm. Sieht aus, als wären alle Sicherheitssysteme mit dem Hotel-Subnet verbunden. Wir brauchen den Flathead, um diese Systeme auszuschalten. Wir können sie nicht ohne ihn umgehen? Nein. Jedenfalls wüsste ich nicht wie. Okay. So, schauen wir mal weiter. So, hier passiert jetzt Folgendes.
Ja, wie geht's weiter? Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich gut. Schlafzimmer, Nachttisch. Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Sehr schön. Aber jetzt kommen wir wieder her. Eine Sekunde. Ich suche nach dem perfekten Ambiente. Oh, das wird dir gefallen. Er ist in einem speziellen Container mit Temperaturregel. Der Relic muss gekühlt werden. Also muss der Chip im Frost bleiben. Ja, sonst könnte er beschädigt werden. Okay, aktiviere die Thermalerkennung im Editor. So finden wir eher heraus, wo Yorinobu den Chip aufbaut. Okay. So, da bin ich ja jetzt gespannt. Wir sind auf jeden Fall schon mal weit gekommen im Vergleich zu vor 8 Monaten. Geladen und gesichert. Wozu wissen? Vergiss das Teil nicht, wenn du da reingehst. Okay. So. So, wir spulen mal zurück. Was macht sie? Am Tablet da. So. Da hinten, oder? Nee. Ja, ja. 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 Ja, ja.
Nur ein Edelkühlschrank. Temperatur stimmt nicht mit den Vorgaben überein. Hier findest du nichts. Da! Donnery. Scheint, als hätte Mr. Arasaka einen Anlass zum Feiern gehabt. Du meinst doch nicht echt, er ist da, oder? Die Temperatur ist zu niedrig und könnte schwanken. Netter Versuch. So. Da. Okay, habt ihr Wärmesignatur? Stimmt mit den Daten in den Unterlagen überein. Yorinobu hat den Koffer hier. Garantiert. Mhm, wir haben ihn. Gute Arbeit. Wir haben alles, was wir brauchen. Belass den Editor. Play, Pause. So. Mit Kreis, okay. Hast du alles? Hab genug, ja. Danke, Judy. Wir haben alles. Bis dann, T-Bug. Gute Arbeit heute. Wir hören uns bald. Ich werde den Cache und deine Daten löschen. Als wärst du nie hier gewesen. Perfekt, nice. Behalt ihn. Ich schreib ihn bei F an. Ein tragbares Gerät, um wie dies zu bearbeiten. Deine Kalibrierungseinstellungen sind hochgeladen. Nicht so ausgereift wie das, was wir hier haben, aber es sollte reichen. Und du setzt dich keinem Risiko mehr aus. Gut nachgedacht. Apropos Risiko. Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich euch angucke? Redende, wandelnde Leichen. Die Aufnahme war wichtig, Judy. Der BD erledigt praktisch den Job für uns. Der BD wird unser Tod sein. Verlass dich drauf. Wenn Arasaka rausfindet, dass ihr ihn habt, seid ihr tot. Und ich auch. Judy, beruhige dich. Das wird niemand erfahren. Evelyn, bitte. Keine Abkürzungen. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer. Sei vorsichtig. Sicher. Denk dran, wir sprechen uns bald. Okay, wir werden jetzt erstmal die Kamera umstellen. Die passt mir nämlich nicht. Bearbeiten. Kamera. Kamera verschieben. Jawohl, warte mal, ich muss mir erstmal das Layout angucken. Wenn ich jetzt aufstehe, so. Eine Sekunde. Da, ich schieb die da oben in die Ecke. Das scheint mir jetzt erstmal am sinnvollsten zu sein. Kamera da verschieben.
So. Das sieht gut aus. Was ist? Wir müssen los. Und? Was denkst du? Infos über Yorinobu, der Chip, der BD aus dem Compaqui. Der Wind steht günstig, der Plan ist wasserdicht. So ein Job ist eine einmalige Gelegenheit. Danke. Und jetzt die Pointe, bitte. Es klingt einfach zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Kalte Füße. Willst du jetzt etwa aussteigen? Ich will wissen, ob du echt alles unter Kontrolle hast und du mich nicht in eine Güllegrube schickst, aus der ich nicht mehr rauskomme. Weh. Ich habe keinen Grund, dich reinzulegen. Wir stecken da beide drin. Ehrlich. Ich habe das im Griff. Vertrau mir. Du machst dir keine Sorgen? Arasaka wird jeden überwachen, der Geschäfte mit Yorinobu gemacht hat. Oh, das wird eine ziemlich lange Liste. Voll mit großen Namen. Viel wichtiger, als ich es bin. Wen werden die wohl zuerst abhaken? Konzernköpfe und Gangster? Oder ein kleines Betthäschen wie mich. Glaub, ich weiß jetzt, warum du so viel über Yorinobu weißt. Ganz einfach. Männer reden gern im Bett. Zu gern. Also geht es nur um Sex. Business. Und nichts anderes. Bist du sicher, dass... Bist du dir sicher, dass Yorinobu so einen Zug von dir nicht erwartet? Der ahnt nichts, glaub mir. Ist zu beschäftigt mit Netwatch, als dass er mir so viel Beachtung schenken könnte. Außerdem, selbst wenn er etwas ahnt, spielt das keine Rolle. Er wird nicht rechtzeitig reagieren können. Dafür sorgst du doch, oder? Und was jetzt? Wie? Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Wenn ich einwillige, wird das ein Höllenritt. Ganz sicher. Ich weiß. Aber egal, wie du dich entscheidest, das bleibt zwischen uns. Ich kann dir 50% anbieten. Genug Eddies, um alles zu machen, was du willst. Das wär's für mich. Dex wird mir so ein Ding niemals verzeihen. Es gibt noch andere Fixer außer Dex in der Stadt. Ein Angebot wie meins bekommst du nur einmal. Ich denk drüber nach. Mhm. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Okay. Wie sieht's aus, Mr. V? Evelyns Aufnahme aus dem Compaqui war die Mühe wert. Wunderbar. Die war ganz schön angerufen. Die ist schon am Werk. Was ist mit dem Flathead? Bisher nichts. Bin noch dabei. T-Buck meint, dass das ohne den Bot nichts wird. Dann mal an die Arbeit, Mr. B. Alles ist in Ordnung, echt. Sag mir doch einfach die Wahrheit. Oh Mann, geiler Club. Wo ist denn hier der Ausgang? Muss hier durch den Club, ne? Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Dann komm mal rein. Thank you.
Ja, da ist das Auto. Wie, was ist hier los? Wo muss ich denn hinfahren? Was ist alles bei dir? So. So, zur Karte. Thank you.
Ach egal, wir fahren einfach mal ein bisschen rum. Keine Ahnung. Ist das richtig hier überhaupt? Okay, ist gesperrt. Wir fahren einfach mal dahin, mal gucken, was da ist. Komm Navi, ich brauche eine neue Route. Ah, endlich. Boah, mein Gott, die Musik ist so geil. Aber ich habe auf Copyright Free eingestellt. Ich hoffe, dass es auch so hinhauen wird. Und die Musik vielleicht auch eventuell gar nicht übertragen wird. Keine Ahnung.
Ich hoffe, das passt. So, hier soll jetzt was sein. So, vielleicht doch Ziel mal auswählen. Okay, fahren wir da mal hin. Okay, dann schauen wir mal, was ist das? Verkaufen. Okay, nee. Ach, Mann. Was können wir hier? Hier kannst du Cyberware upgraden installieren, nee. Waffengeschäft. Ich check gar nichts, ey. Was? Ah! Jetzt! Oh Mann, ey. Ich bin so raus, ey. Das ist unglaublich. Na, geil. Hey, die fahren alle über Rot!
Interessant, wie die Ampeln, die haben alle Angst vor uns. Die schalten immer auf grün, sobald wir kommen. So, ich muss jetzt noch mal was trinken, ey. Ah. Okay, los geht's. Weiter geht's, so. Guck die Ampeln, die werden sofort grün. Wie geil. Hey, was sind das für Ampeln? Zitat Ende. Die Verwaltung der Rivermall gab bekannt, dass sie in den nächsten Stunden wieder eröffnen wollen. Teilnehmende Geschäfte bieten 50% Rabatt, jedoch ausschließlich für Angehörige der Opfer. Da bist du ja! Was ist das denn? Ja, por fin. Lass hören, was du rausgeholt hast. Ja, komm. Fragen wir das Erste. Ja, hallo. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ichule. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Das kann nicht glatt laufen. Wir reden von Maelstrom. Bei den Gangs herrschen simple Gesetze. Der Stärkste gewinnt und überlebt. Entweder du fickst, oder du wirst gefickt. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Moment noch. Okay, sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ja, los geht's. Na dann, reden wir mal mit den Wichsern. Na gut, klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Lässt die Maschine einfach stehen? Ich hasse diese Cyborg-Wichser. Warum ist die? Ah, diese Gangs sind doch alle gleich. Der läuft einfach durch die Kiste durch. Die Valentinos, die glauben an Gott und die Santa Madre. Ihre bedeutet denen was. Du weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen und was sie so richtig anbist. Bei Maelstrom kannst du dir nie sicher sein. Oh Mann, Alter, das Spiel kam 2020 raus. Jetzt habe ich ja erst ein Update installiert. Und das Spiel ist immer noch nicht bereit, ey. Wo denn? Erde an Wien, ja. Mach schon. Ziehen wir's durch.
euch nicht. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Kommt raus. Wir warten schon. Wie gemütlich. Wähle nur noch ein paar Grünpflanzen. Oh ja. Wirken verdammt gut vorbereitet. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hier gefallen. Ich bin doch schon da. Ey, du bist doch schon da, so. Wir sind in ihrem Terrain. Also, was wollt ihr? Ihr habt einen Bot, Modell MT-0D12, auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. No, du redest mit mir. Mein Name ist Dum-Dum. Auf Sofa. Dum-Dum? Setzen. Ah, ist aber nicht sehr bequem, euer Sofa. Ja, ich rede mit dir. Geht auch für dich, Fleischklops. Ich stehe lieber. Ist das so schwer? Aus verfickte Sofa mit deinem Fettarsch! Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel im Hirn willst. Jack, setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Entzug. Was kann dir? Es kief. Der Scheiß haut richtig rein. Richtig abgefuckter Flash. Musst du selbst erlebt haben. Komm schon, versuch's mal. Danke, brauche ich nicht. Keine macht den Drogen. Was ist er? Hier ist er, der Flathead, Modell MT-0D12. Ich muss ihn sehen. Ja, genau, erst sehen. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an! Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt, kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Okay, wir nehmen ihn. Super Zeug! Echt? Ja! Dann her mit dem Geld! Brick hat es. Alles schon bezahlt. Brick hat es. Also ich sehe Brick-Fake hier nirgendwo. Du etwa? Hab dich was gefragt? Komm schon. Du erwartest doch nicht, dass ich zweimal für das Teil zahle. Und vorher weißt du, Stück Scheiße, was ich erwarte. Wenn ich sage, du zahlst nochmal, dann zahlst du nochmal. Also gut, du willst den Flathead, dann rück die Eddies raus.
Du hast die Eddies für das Ding schon bekommen. Also solltest du uns einen fetten Rabatt anbieten. Rabatt? Fickt euch. Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pacifica gefickt hat. Waffe ziehen. So, jetzt geht's zur Sache. Im Gegenteil. Und er lässt schönen Grüße. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Oh, ich hab's dir erschreckt. So, jetzt geht's zur Sache. Bord und Steuerung. Lass uns gehen. Je schneller, desto besser. Jetzt lassen Sie verschwinden. Ich sehe mich nach Frischluft. Wo bist du? Ach, da. Oh Mann, ey. Nee, geh noch mal hoch. Öffnen, da gibt es eh noch mal Stress. Das ist ein Fertigungsband. Und ich dachte, du liebst Fleisch. Oh, gibt's keinen anderen Weg? Oh, ein Glück, es bewegt sich. Los. Kann man auch schon. Oh Mann, ey. Ja, komm! Oh Gott! Ich hab da eben Maschinengewehr aufgehoben. Wo ist denn das? Da ist der andere Bastard. Scheiße! Letzte
Oh Mann, ey. Scheißdreck. Wo ist denn? Ich hab doch... Achtung, die sehen uns an. Konnexion, Reflex, technische Fähigkeiten. Ich weiß ja nicht, was ich skillen soll. Das ist mein Problem. Ja, wir müssen da nochmal reinzimmern. Bringt dir nichts. Wo ist er? Komm her! Zeig dich! Wo ist er denn? Keine Ahnung, mit dem du dich anlegst. Yeah.
Ja, perfekt. Okay. Kommst du? Die können dich sehen. Ja, wir müssen auch da durch. Komm, das bringt nichts. Mann, Alter, was ist da los? Ah, so ein... Ach, das ist eine Scheiße, Alter. Mann, ich will eine richtige Waffe! Wo ist die Waffe, Alter?
Kopf ziehen! Ey, ich hab's so... Meine Fresse. Ja, aber warte, jetzt habe ich wenigstens eine richtige Waffe equipped, ey. Jetzt wird erstmal ausgestattet. Rucksack, okay, da liegen die Waffen. Okay. Ja, warte mal, jetzt wird erstmal hier equipped. Rucksack. Und, weiß ich nicht. 512... Gebe ich neu. Und dann nehmen wir noch anderes Sturmgewehr hier rein. Weiß nicht. Einmal hochheilen. Haben wir nicht im Inventar Rucksack? Gesundheit. Nein!
Du musst das schaffen, ich muss hochheilen. Ey, meine Fresse! Komm, schieß rein! Komm mal hoch, komm mal hoch! Perfekt! Kommst du? Dreckige Penner. Ah, die ist durch. Oh Gott! Aber Ausgang. Noch mit lustig! Oh.
Rucksack, haben wir irgendwas zum Werfen? Wurfsachen? Oh, was ist das? Verliert. Keine Ahnung, mit dem du dich anlegst! Steh unter Beschuss! Hilfe! Ich komm nicht jetzt! Oh Mann, ey! Ich fress gleich zum Frühstück! Ach, er blutet! Ja! Das ist unsere Chance! Oh. Ich will! Ich mach's! Ja. Willst du mein Lieblingsspiel? Kopfschlagen! Oh Gott, scheiße, das war dumm. Ich habe noch nicht nachgeladen. Oh, wehe, bitte lass mich überleben. Okay, das sieht gut aus. Jetzt hochheilen. Ich lass mich nicht von denen umlegen. So, was haben wir hier? Keine Munition mehr. Nein. Fuck. Nein, du willst mir doch nicht sagen. Du willst mir doch nicht sagen, dass ich jetzt echt keine Munition mehr für die Waffe habe. Das ist ja. Oh Mann. Okay, auf in den Kampf. Ja, das Problem ist, ich habe nun, obwohl da habe ich auch noch 3 Schuss. Nimm erst die 3 Schuss und dann greif mir wieder an. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst. Kennst du mein Lieblingsspiel? Komm, schlagen. Ja. Okay, ja, aber das ist kein Problem, das überleben wir. 60% wieder, oder beziehungsweise live auf 60. Ja, komm, gib mit. Gib mit. Egal. Wir sehen gesundheitsmäßig gut am Start. Nur munitionstechnisch haben wir ein Problem. Hoch rein und weiter geht's.
So, jetzt haben wir ein Problem. Rucksack. Ja, weiß ich nicht. Haben wir mit der irgendwie... Ich weiß es nicht. Ey, ach doch, nein, Alter. Du willst mir doch... Oh, wir haben keine Munition mehr. Für gar nichts mehr. Was mit der? Weiß ich nicht. Geht die? Die hat noch 12 Schuss. Immerhin. Scheiße. Oh Mann! Okay, den haben wir. Perfekt. Einmal hochheilen. Gott sei Dank sind wir jetzt wieder an Munition eben gekommen. Ey, das wäre ja sonst was geworden. Oh. Sind alle tot? Alle erledigt? Okay. Alles nehmen, was wir nur haben, was wir nur nehmen können. Nicht mehr weit jetzt, Daisy. Fast am Ausgang. Es bringt nichts. Wir müssen schießen. Er blutet. Das ist unsere Chance. Okay.
Lade nach. Jetzt sind wir allein oder was? Jetzt kommt der nicht da durch, ey. Die Dreckstür einfach abgeschlossen. Oh, ich mach kein Damage. Warum trifft der denn nicht? Scheiße, jetzt trifft doch was! Leg den um jetzt! Der ist kaputt! Ja, hoffentlich! Verreck doch! Ja. Wo denn? Ich hab dich noch nicht gesehen. Sag doch mal, wo du bist. Ich komme. Ja, ich bin noch da. Du miese Drecksau. Alter, das ist so ein Kampf hier. Wir brauchen hier so lange. Wir kämpfen uns hier so hardcore durch, Alter. Aber egal, Hauptsache wir kommen hier durch. Und rein da! Das war's, oder? Das war's! Ihr Drecksschweine, ey! Hey, wie hast du es denn jetzt hier hingeschafft? Komm schon, wir. Lass uns verschwinden. Oh, was haben wir denn hier Schönes aufgehoben? P
Viele Waffen können wir eigentlich tragen. Unendlich oder was? Öffnen! Wir sind frei! Jawohl! Wir sind frei! Na gut, wer weiß. Vielleicht kommt noch irgendwas dazu, aber... Betteln, keine Schulden, keine Konzernschalauben. Und der Flathead gehört uns. So macht man Geschäfte wie... Manchmal ja, manchmal nein. Heute hatten wir Glück. Du kleiner Sonnenschein. Aber das hat nichts mit Glück zu tun, wie. Du hast immer die Wahl. Doch. Vergiss das nicht. Ah, ich liebe diese Stadt. Die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Und das ist New York. Aber wenn du Cojones hast und damit umzugehen weißt, kannst du so gut wie jeden Scheiß schaffen. Es sei denn, du fängst dir eine Kugel ein. Aber selbst dann trittst du mit einem Knaller und die Straße redet. Die Straße erinnert sich. Erfolg auf ganzer Linie. Perfekt. Was jetzt, Jack? Was jetzt? Jetzt? Geh zu Misty, damit ich mich wieder so richtig lebendig fühle. Mach das. Hätte böse ausgehen können heute. Keine Frage. Ja, das fragt mich. Sag ihnen ein. Nicht überleben würden. Nee. Über sowas denke ich nicht nach. Aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Und sag Dex, dass wir ihm sein Spielzeug besorgt haben. Ahí luego. Wie sieht's aus, Mr. V? Ab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Militech-Sache? Natürlich gab's Ärger. Royce war es scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab's ohne Militech durchgezogen. Das Risiko war mir zu hoch. Und wie hast du Royce dazu gebracht, ihn dir zu geben? Mit roher Gewalt. Der einzige Weg, der immer funktioniert. Du hast echt Eier, Mr. V. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Bis dann, Mr. V. Level up! Level 6. Reflex, technische Fähigkeiten. Gehen wir mal auf Reflex irgendwas, was weiß ich. Oh, jetzt müssen wir da hinfahren. Ich wollte eigentlich nach Hause, ey. Ins Apartment. Na gut. Also die KI in der Zukunft, wenn so die Autos fahren werden, ey, das wundert mich. Ey. Die ist schlecht entwickelt, ey. Muss man ganz ehrlich sagen, mein Auto fährt da, fährt sie erstmal kaputt. Naja. Ah, der Soundtrack in dem Game ist halt genial, muss man halt einfach sagen. Das ist einfach heftig.
So. Oh nee. Fast falsch abgebogen. So, parken unser Auto einfach hier. Ich glaube nicht, dass wir unser Auto zwar hier parken dürfen, aber egal. Wir stellen es einfach hin, wir können es halt einfach. Yo también te quiero, ma. No, endlich, hermano. Was gibt's Neues bei Signora Welz? Du weißt schon. Macht sich ständig Sorgen um mich. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte. Wie die anderen Welles-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen! Wir sind nur hier, weil Dex die Strippen zieht. Ich glaube nicht, dass uns das in die Oberliga bringt. Ha, wird es schon. Die wissen es nur noch nicht. Bereit für dein erstes Mal? Vamos! Was heißt erstes Mal? Das war mal eine Leichenhalle. Kannst du das glauben? Wer hätte das gedacht? Ja, oder? Ist aber ewig her, als die Leute noch richtig begraben wurden. Also 2010 oder so. Wir sind Freunde von Dexter DeShawn. Er erwartet uns. Yo, Dex. Wir sind zwei, die meinen, du willst mit ihm reden. Ja. Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Und durch ein paar Drinks oder so. Schon dabei. Das ist es. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Wirst du schlagen? Stell's dir vor. Susan Forrest. Boa Boa. Vielleicht sogar morgen Blackhead. Endlich sind wir hier. Einfach unterbrechen. Hey, siehst du die alte Dame da? Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Dachte, Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Was wollt ihr trinken? Bestell du. Zwei Oldschool-Tequilas mit einem Spritzer Cerveza und Chilischote. Zwei Johnny Silverhands, komm sofort. Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meiner hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Was muss ich tun, damit ein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Was für eine schöne Tradition. Auf die Söldner Oberliga. Haha, darauf trinke ich gern. Ich glaube, sterben ist okay, wenn man dafür in die Geschichte eingeht. Musst aber erst als Legende leben.
Der Tod ist nur der ruhmreiche Abgang. Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Ich merk's mir. Hab gehört, ihr seid Decks neuester Fund. Nur geschäftlich. Nichts Großes. Mr. Deschon erwartet euch. Woher weißt du das? Das gehört zu meinem Job. Seht euch um. Was glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Tratschende Waschweiber. Allesamt. Hals und Bein, Bro. Danke. Hier. So. Mann, Homie. Du bist riesig. Studio? Ja. Yeah. Ah, ich auch. Im Ring. Machst du auch exotischen Kram? Kempo? Ninjitsu? Ja. Yeah. Meinst du, du könntest mich umhauen? Hier rein. Ist der pinche Tipo. Ja, genau. Excelsior. Aha, da. Kalte, harte Eddies, wie immer. Muss los. Na, wenn das nicht Mysterie ist. Die ganze Familie endlich vereint. Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Ah, Mr. V. Alles okay. Klar. Macht's euch bequem. Einmal setzen. Ah. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Mr. V an. Evelyn Parker, wie lief es? Hätte nicht besser laufen können. Sie mochte mich so sehr, dass sie mir ein Angebot gemacht hat. Ein Angebot? Aha. Die Art, bei der man den Mittelsmann übergeht und alles 50-50 teilt. Was? Den Mittelsmann übergehen? Scheiße, ich lach mich schlapp. Kunden, die lernen nie dazu. Ich weiß zu schätzen, dass du mir das sagst, Mr. V. Denn Vertrauen ist für jede langlebige und fruchtbare Partnerschaft essentiell. Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dex? Das hier. Gut, okay. Dann wollen wir mal. Ah, mal wieder ins Dex und Schlitter. Ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Compaqui Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht ihr mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keiner. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Das Auto ist ein Delamain? Ist das beste Taxiunternehmen in Night City. Nada mal. Deschon arbeitet nur mit den Besten. Und Delamain sind die Besten. Wer will schon neugierige Fahrer, wenn man Stil echt mit einer sauberen KI von A nach B kommt? Wie der jedes Jahr aufs Neue an Lizenzen drankommt, ist mir ein Rätsel.
Wenn alles glatt geht, bringt euch der Delamain wieder her. Und wenn's doch haarig wird, wird's Zeit für Plan B. Der da wäre. Das No-Tell-Motel. Ruhiger Ort, keiner stellt Fragen. Von dort sehen wir weiter. Aber ich bin sicher, das wird nicht nötig sein. Sonst noch was? Wie kommen wir ins Penthouse? Yorinobu hat kaum Mietmuskel. Die Penthouse Security wird das Schwierigste. Wenn wir sie deaktivieren wollen, müssen wir Konpekis Dweller neutralisieren. Den Elite-Runner, der das Hotel-Subnet überwacht. Der Haken ist, dass wir von draußen nicht zum Dweller durchkommen. Mhm. Moment. Wir sollen in einen Raum gehen, in den nicht mal du kommst? Vertraut mir. T-Bug hat bereits alle Szenarien durchgespielt und gelöst. Hier kommt der Flathead ins Spiel. Ihr müsst ihn über den Belüftungsschacht zum Dweller lenken und ihn zu einer Pause zwingen. Der Flathead bleibt dort, verlinkt mit dem Dweller. Und in der Zwischenzeit roll ich euch den roten Teppich zum Penthouse aus. Sonst noch was? Keine weiteren Fragen. Das andere Fragen wäre, glaube ich, dumm. Okay, ich weiß Bescheid. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Was war das denn? Jetzt zum Beispiel. Neue Leute kriegen bei mir 30%. Aber in eurem Fall kann ich eine Ausnahme machen. Ich gebe euch saftige 40 als Bonus für deine Ehrlichkeit, Vieh. Klingt schon besser, Dex. Ka-ching, Baby! Eine Sache noch. Im Konfetti sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Also, lasst ihr zwei eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was aussieht. Chido! Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber... Wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in 1-2 Wochen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Hallo. Danke für die Hilfe beim Scav-Job. Ist gut. Musst überlegen. Das ist gut. Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen. Du und Dex, kennt ihr euch schon lange? Wieso? Naja, die Leute erzählen viel Blödsinn. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, kein Fakt. Marc Aurel, glaube ich. Wow, Dex und du am Philosophieren? Kein Wunder, dass ihr klarkommt. Der Plan, was hältst du davon? Bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in der Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Schickst du mir eine Ansichtskarte? Nimm's nicht persönlich. Aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Sauberer Schnitt. Nein, alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Okay. Das hat es. Ich muss das hat jetzt vom Text nicht so gut gepasst, aber... Wir treffen ja. Uns beim Delamain. Ja, gut. Denk nur dran, dich Ah, sorry. Ah, Mann. So. Meine Systeme.
Systeme melden, wir erwarten einen weiteren Fahrgast. Ja, er kommt gleich. Ist auf dem Weg. Kann ich jetzt hier mal in der Zwischenzeit speichern? Derzeit, nee. Ich wollte eigentlich jetzt aufhören. Aber gut. Dann machen wir noch ein bisschen. Bis zur nächsten Gelegenheit. Na, alles gut bei dir? Nicht sehr gesprächig, der Computer. Na gut. Willkommen an Bord dieses Delamain-Dienstes. Mit Delamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Scheiße, darauf kannst du einen lassen, Viejo. Vokabular wie dieses halte ich derzeit für unangemessen. Ach ja? Darf ich dich dann mal an den Junggesellenabschied meines Cousins erinnern? Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. 3 Monate hatte ich dafür gespart. Ah, egal. Ist Schnee von gestern. Fahr los, Dell. Vor Fahrtantritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Director-Link. Danke. Excelsior-Paket aktiviert. Excelsior? Das wird ja immer besser. Excelsior? Excelsior ist ein für Premium-Kunden maßgeschneidertes Paket. Top-Qualität ist eben nicht gratis. Pass auf! Delamain, Gefechtsmodus einleiten. Verzeihung, aber Sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Mhm. Okay. Glaub mir, der mit einer ganzen Armee Saka-Ninjas nieder, wenn es sein muss. Dex knausert nicht, hm? Und dank dir kriegen wir obendrauf noch saftige 40%. Gern geschehen. Mann, Excelsior. Genauso fährt man direkt in die Oberliga. Ist das wirklich dein Nonplusultra? Hä? Kriegt Dex dich wirklich so leicht? Mit Anzug und Limo? Ich weiß nicht, Jack. Scheint mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Ich brauch dich mit klarem Kopf und bei der Sache. Für den Job. Dieser Kopf war in meinem ganzen Leben nie klarer. Lass mich dir was erklären. Mhm. Ich habe mein ganzes Leben in der Gosse verbracht. Und ich habe nicht vor, dahin zurückzugehen. Wir nähern uns unserem Zielort. Hey, wie läuft's? Wir werden sehen, wie es läuft. Hey, wir sind gleich beim Hotel. Hör zu. Ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpacki. Wie? Ruf mal Jackie an. Als Sync-Test. Sicher ist sicher. Und? Nur Rauschen. Sag mal was, Bark. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Bitte was? Aristoteles, du verstehst mich also? Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Was ist mit dir, wie? Hör dich laut und deutlich. Perfekt. Okay, Tech ist soweit, wie es aussieht. Será mejor que sí. Wir hören uns. Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Porfin, endlich geht's los. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder? Genau. Okay, Harry. Gehen wir. Hey, der ist kurz gefahren. Warte, ich hol den Flathead.
Aber das ist insgesamt die Spielzeit, ne? 5 Stunden und bla. Okay, und 6 Minuten. Spiel speichern, Spieleinstellungen. Okay. Ah, ist alles von heute. Lol. Okay. Kann man im Hauptmenü schnell speichern auswählen? Ja, komm. Okay. Cool. Bestätigen. Ach, ja. Bitte warten. Aha. Keine Ahnung, ob man hier sowas wie den Spielfortschritt sich angucken kann, aber ja, keine Ahnung. Ja, egal. Das Ganze war es jetzt hier mit dem Stream, würde ich sagen. Oder mit dem Video, je nachdem, ob ihr das Ganze halt nachschaut. Ja, ich sag dann noch Folgendes, möchte ich noch sagen, bevor ich mich verabschiede. Morgen, also egal, ob ihr das, wie gesagt, Beaver Bread Redemption Stream, ist es egal, ob ihr das Ganze jetzt als Stream schaut oder später als Video nachschaut. Für euch ist es auf jeden Fall morgen. Wird ein Abschiedsstream zu Google Stadia kommen. Weil, soweit ich weiß, bin mir gerade nicht sicher, was der 18. Januar. Ich meine, am 18. Januar, also nächstes Jahr 2023, soll der Dienst seinen Service einstellen. Das heißt, dann wird es Stadia nicht mehr geben, weil das Projekt ist ja gefloppt. Und dann werden wir halt morgen, wie gesagt, egal ob ihr als Video nachschaut oder live guckt, werde ich dann einen Abschiedsstream machen zu Google Stadia. Der Stadia Store ist ja schon geschlossen und ja, das wird der Ruhe in Frieden Stream, so gesehen. Also egal ob ihr das Video, beziehungsweise egal ob ihr das Ganze als Video guckt, so, bis dahin wird Stadia noch geben, aber ja. Ist egal. Auf jeden Fall wird es dann einen Abschiedsstream geben. Wie gesagt, egal ob ihr das Ganze jetzt live guckt oder als Video nachschaut, das Ganze ist trotzdem morgen für euch. Gut. Aber jetzt genug gequatscht. Jetzt würde ich sagen, jetzt bin ich mal wirklich raus und will dann noch für die Leute, die das Ganze halt als Video nachschauen, sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr weiterhin auf diesen Kanal nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich, wenn es euch gefallen hat, ein Like da lassen und ein Abo da lassen, um keine weiteren Videos, Streams etc. pp. Mehr zu verpassen. Ich bin mit raus. Ciao, Leute.